Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn man über § 219a des Strafgesetzbuchs debattiert, dann muss man alle betroffenen Interessen berücksichtigen. Die vorgelegten Anträge nehmen die Interessen von Ärzten in den Blick, zu Recht. Die vorgelegten Anträge nehmen die Interessen von Schwangeren in den Blick, zu Recht. Zwei der vorgelegten Anträge lassen einen wichtigen Grundrechtsträger außer Acht, das ungeborene Kind, und dies halten wir für falsch. Die Interessen eines Arztes sind nicht mehr wert als die Interessen eines Kindes. Und man kann nicht Kinderrechte Man kann nicht Kinderrechte im Grundgesetz einfordern, wenn man die vom Bundesverfassungsgericht anerkannten Grundrechte ungeborener Kinder in seinem Antrag mit keinem Wort und keiner Silbe erwähnt. Es war das Bundesverfassungsgericht, das klare Vorgaben zum Schutz des ungeborenen Lebens gemacht hat. Ich möchte das Bundesverfassungsgericht zitieren. Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, menschliches Leben, auch das Ungeborene, zu schützen. Rechtlicher Schutz gebührt dem Ungeborenen auch gegenüber seiner Mutter. Der Schwangerschaftsabbruch muss für die ganze Dauer der Schwangerschaft grundsätzlich als Unrecht angesehen und demgemäß rechtlich verboten sein. Der Staat muss zur Erfüllung seiner Schutzpflicht ausreichende Maßnahmen normativer und tatsächlicher Art ergreifen, die dazu führen, dass ein unter Berücksichtigung entstehender Rechtsgüter angemessener und als solcher wirksamer Schutz erreicht wird. Das Untermaßverbot lässt es nicht zu, auf den Einsatz auch des Strafrechts und die davon ausgehende Schutzwirkung für das menschliche Leben frei zu verzichten. Das sagt das Bundesverfassungsgericht, und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Da das heranwachsende Kind sich nicht selbst schützen kann, sondern hierzu auf den Staat angewiesen ist, regelt unsere Rechtsordnung, dass ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich rechtswidrig ist, er unter näher bestimmten Voraussetzungen aber straffrei bleibt. Eine der Voraussetzungen ist die zwingende Beratung der Schwangeren. Und hier heißt es im Gesetz, die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Diese verpflichtende Beratung durch eine unabhängige Stelle, nämlich gerade nicht durch denjenigen Arzt, der einen möglichen Schwangerschaftsabbruch vornehmen würde, kann nur funktionieren, wenn sie nicht durch Werbung und durch äußere Einflüsse konterkariert wird. Deshalb würde die Zulassung von Werbung das derzeitige Beratungsmodell infrage stellen, und genau das wollen wir nicht. Paragraph 219a ist eine wichtige Schutznorm für das ungeborene Leben, eine Vorschrift, die verhindern soll, dass der Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit als etwas Normales dargestellt wird. Es ist für uns klar, schwangere Frauen und insbesondere solche, die sich in einer Not- und Konfliktsituation befinden, müssen jede Hilfe erhalten, die sie brauchen. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Eine Frau, die sich als Ergebnis der Beratung zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs entschließt, muss im Vorfeld die Möglichkeit haben, sich insbesondere bei den staatlichen und neutralen Stellen zu informieren, bei welchem Arzt der Schwangerschaftsabbruch medizinisch kompetent durchgeführt werden kann. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Aber dies ist die Aufgabe der Beratungsstellen. Plakate, Zeitungsanzeigen, Internetwerbung sind dafür kein probates Mittel. Wir wollen im Abtreibungsbereich keine Werbung, sondern wir wollen Mut und Hilfe bei der Entscheidung gegen Schwangerschaftsabbrüche geben. Und deshalb werden wir diese Anträge ablehnen. Herzlichen Dank.
Die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion ist die Kollegin Dr. Eva Högl.